Gut, dann schauen wir uns einen weiteren Befehl an, um eine Datenbank auszufiltern, und zwar den Where-Befehl. Ich gebe jetzt hier mal einfach ein Vorname, also alles aus der Tabelle Schüler, dessen Vorname gleich Marie ist. Ja, Marie haben wir hier, das heißt, der dritte Datensatz müsste jetzt ausgefiltert werden. Das tut er auch. Dann ändere ich mal die Spalte in die Klassen-ID. Wenn ich jetzt zum Beispiel die 1 eingebe, dann habe ich die erste Klasse gefiltert. Und mit den Operatoren kann ich hier entsprechend spielen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, größer als 1. Dann habe ich also die zweite bis zur vierten Klasse gefiltert. Die 1 ist dann nicht dabei. Dann sage ich mal kleiner. Allerdings kleiner gibt es nicht. Dann muss ich hier auf 2 erhöhen. Und dann habe ich die erste Klasse gefiltert. Ja, das kennen wir eigentlich aus Excel. Ungleich schauen wir uns nochmal an. Das heißt, es wäre die Klasse 1, 3 und 4. Die 2 ist dann nicht dabei. 1, 3 und 4. 2 ist nicht dabei. Gut, dann zur Operator like. Bei like ändern wir wieder allerdings die Spalte auf den Vornamen. Und jetzt nehmen wir mal an, du suchst einen bestimmten Namen, du weißt allerdings nicht, ha, wie heißt der denn genau, irgendwas mit MA. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit einem Prozentzeichen einen Platzhalter einzugeben. Und dieser Platzhalter, der steht dann stellvertretend für den Rest, was danach käme. Schauen wir mal, was da gefiltert wird. Genau, das heißt, jetzt habe ich alle Namen, alle Vornamen, die mit MA beginnen. Ich kann das Ganze erweitern. Wenn ich sage MAR, Prozentzeichen, dann werden mir nur noch die drei Datensätze ausgefiltert, die praktisch alle mit MAR beginnen. Gut. Dann haben wir noch in. Hier könnte ich hergehen und sagen, okay, ich möchte, ja, bleiben wir mal bei der Marie. Ich möchte die Marie haben, plus dann nehmen wir noch die Elke. Und wenn ich das hier entsprechend auslöse, dann habe ich alle Marie, alle Elkes ausgefiltert. Kommen wir noch zum letzten, und zwar Between. Between eignet sich gut für das Geburtsdatum. Marie müssen wir noch löschen. Und das Geburtsdatum müssen wir dann auch aufsteigen und so eingeben, wie es hier entsprechend in der Spalte drin sind. Hier reicht dann nicht die Jahreszahl, sondern das müssen wir entsprechend komplett eingeben. Also 2014. Nehmen wir mal den 1.1. und 2014 den Juli der 1. Da ist ein Schreibfehler drin. Also es muss schon genau so aussehen. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier filtern. Irgendwo ist ein Fehler drin. 2014 Geburtsdatum. Ach so. Ja, genau. Da habe ich Unterstriche. Die dürfen nicht sein. Also Bindestrich, Bindestrich. Und jetzt müsste das Ganze funktionieren. Genau. Okay, und jetzt kann ich das Ganze nochmal erweitern, indem ich zum Beispiel sage und. Und vorher hatten wir die Elke, sagen wir mal nochmal, ist gleich. Und der Vorname ist Elke. Elke ist gleich. Hier ist der Fall, dass die Elke nicht in diesem Zeitraum Geburtstag hat. Drum wird hier nichts ausgefiltert. Wenn ich aber statt dem und ein oder setze. Das will ich nicht hier haben. Ja, hier möchte ich es haben. Also müsste ich hier nochmal oder sagen. Vorname gleich Elke. Dann habe ich alle Elkes und alle, die in diesem Zeitraum Geburtstag haben. Ja, hier habe ich die beiden Elkes, die haben ganz woanders Geburtstag. Und ich habe die, die in dem Zeitraum Geburtstag haben. Okay.